Willkommen meine Freunde zum neuen Video auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute hier eine UV-Liste, die ungefähr 1 Million kostet, Freunde. Wenn es euch natürlich gefällt, sehr, sehr gerne Daumen hoch geben. Wenn ihr neu seid, nichts mehr verpassen wollt, lasst sehr, sehr gerne ein Abo da, Freunde. Schreibt gerne in die Kommentare, wie viel Coins ihr habt, da ich in Zukunft weiß, ungefähr was für eine UV-Liste ich bringen soll. Eine etwas günstigere oder auch eine etwas teurere für vielleicht 3 oder 5 Millionen. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, da ich ungefähr Bescheid weiß, Freunde. Und dann würde ich sagen, legen wir los mit dem Video. Ab geht's. So Freunde, ihr braucht noch günstige Spiele, PSN-Karten oder sonstiges, schaut gerne bei meinem Partner Eneba vorbei. Mit dem Code Alex96 bekommt ihr nochmal 3% und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video, ab geht's. Starten wir auch direkt rein. Ich empfehle euch jede Karte, die ich euch hier zeige, dreimal zu kaufen. Werde euch natürlich die Details erklären, was ihr beachten müsst. Relativ einfach. Wie gesagt, ihr kauft diese Karten, stellt die ein bisschen UV rein. Wir fangen an mit der ersten Karte, das ist so gute Walker. Der auch sehr, sehr gut bei mir funktioniert. Defensivspieler würde ich immer empfehlen, mit Shadow zu kaufen. Ich glaube, der kostet so 24,5 ungefähr. Ihr guckt immer, dass ihr Defensivspieler mit Shadow und Offensivspieler mit Hunter kauft. Das müsst ihr euch eigentlich merken. Das sind eigentlich die einzigen zwei Sachen, die ihr euch merkt. Und was würde ich euch immer empfehlen, dass ihr pro Karte mindestens 2k Gewinn macht, also so 10% pro Karte Gewinn macht, würde ich sagen. Also das heißt, bei einem Walker, der 24.000 kostet, will ich so mindestens 2.000 Gewinn machen. Das heißt zum Beispiel, ich würde den jetzt hier kaufen für 24.000, meine Liste ist eh voll, deswegen ist das Problem. Und dann würde ich den mitnehmen und einfach für 27.000 bis 28.000 reinstellen. Wo würde ich mir 3 mal holen? Ich glaube, ich habe sogar einen Walker noch verkauft, können wir uns mal noch schnell anschauen. Ich habe nämlich 3 Verkäufe gerade gehabt. Ja, ihr seht das hier, ein Walker ging weg, ein Birki und ein Togo Ekambi, aber den Togo Ekambi packe ich jetzt nicht drauf. Falls jemand noch mehr Coins hat, den könnt ihr euch natürlich auch gönnen, Freunde, den Togo Ekambi. Auch eine gute UV-Karte, aber da sollte man 2-3 Millionen haben, dass man sich den auf die Liste packt mit 1 Million. Macht der nicht so Sinn, gehen wir zu der nächsten Karte, das ist der gute Mertens. Wie gesagt, den holt ihr natürlich mit Hunter, wie gesagt, ich werde das jetzt nicht mehr bei jeder Karte ansprechen. Ihr holt natürlich die Offensivkarten mit Hunter, die Defensivkarten mit Shadow und so. Ihr könnt natürlich auch immer hier gucken, gibt es ein Position Change, heißt zum Beispiel ein Mertens als ZM wäre natürlich deutlich interessanter, wie jetzt ein Mertens natürlich mit Stürmer. Guckt ihr, dass ihr mit Hunter bekommt, Freunde. Ihr könnt natürlich auch versuchen, auf diese Karte zu bieten, ganz klares Ding. Mertens, wie gesagt, holt euch auch 3 mal. Ihr holt euch jede Karte, die ihr seht, 3 mal. Insigne ist der nächste Boy. Kriegt man, glaube ich, auch so für 18.000. Seht ihr hier zum Beispiel, würde ich jetzt den mitnehmen, hätte er einen Hunter. Wenn ihr natürlich merkt, okay, es kommt keiner mit Hunter rein, könnt ihr natürlich auch so ein Insigne holen. Insigne würde ich jetzt persönlich für 21.000 bis 22.000 reinstellen. Wie gesagt, ich möchte immer 2k pro Karte Gewinn machen. Ihr könnt natürlich sagen, okay, wenn ihr mit 1k Gewinn zufrieden seid, könnt ihr die Karte natürlich auch schon für 20k reinstellen. Wenn ihr sagt, ihr wollt noch mehr Gewinn machen, könnt ihr die Karte natürlich auch für 23k reinstellen. Verkauft ihr aber auch weniger, ist klar, weil teurer ist, verkauft ihr weniger. Ich denke mal, das sollte klar sein. Nächste Karte, sehr, sehr gut, die läuft sehr, sehr gut bei mir. Auf jeden Fall der Marcus Rashford, der kostet 20.000 und den verkaufe ich so oft für 28.000, 29.000. Mit dieser Karte mache ich so oft 7, 8k Gewinn. Würde ich jetzt die beiden hier mit Hunter mitnehmen. LF ist natürlich sehr, sehr interessant, könnt ihr euch einpacken. Und dann stellt ihr den für, wie gesagt, ich würde den für mindestens immer 25 reinstellen. Zwischen 25 und 30k kann man den easy verkaufen. Ihr könnt den auch immer, ja, für mindestens 5k mehr verkaufen. Also Rashford ist wirklich eine sehr, sehr gute UV-Karte auf jeden Fall. Machen wir weiter mit mal etwas günstigeren Karte. Das ist der gute Mondi. Der steht ja auch noch gefühlt in 90% der Teams. Der kostet jetzt 11k. Bei ihm guckt ihr natürlich, dass er mit Shadow bekommt oder in Blau. Ihr könnt natürlich gucken, wie gesagt, wenn ihr die Champions League Karten von diesen Karten immer bekommt, nehmt ihr natürlich diese mit. 11k ist jetzt völlig in Ordnung für diesen Mondi. Würde ich jetzt empfehlen, für 13.000 reinzustellen. Ihr könnt natürlich auch zum Beispiel für 12,5 reinstellen, wenn ihr nur mit 1k zufrieden seid. Es kommt immer auf euch selber drauf an, wie viel Profit ihr pro Karte machen wollt. Ich persönlich will ja, wie gesagt, immer meine 2-3k pro Karte machen, weil 1k lohnt sich so für mich nicht, sage ich euch, wie es ist. Wenn ihr natürlich selber sagt, für euch 1k ist völlig in Ordnung, macht das auch gerne mit 1k. Habt ihr vielleicht die Stunde auch 10 Verkäufe. So, ich habe dann meistens nur 3 bis 5 Verkäufe, muss nicht so viel nachkaufen und habe halt 2-3k pro Karte so gewinnen. Finde ich halt besser. Könnt ihr euch überlegen, wie ihr Bock habt, Freunde, eigentlich. Machen wir weiter, Freunde, mit dem guten Gabriel Jesus.
So, der kostet aktuell so 7.000. Wie gesagt, auch bei ihm guckt ihr wieder, dass er Betanta bekommt. Wie gesagt, er versteht das Prinzip. Könnt ihr natürlich auch gucken, dass er als ZOM oder ZM bekommt. Ist er natürlich auch nochmal interessant, ein ganz klares Ding. Nächster ist der gute Ben Yedder. SBC-Futter zudem noch für Billigteams auf jeden Fall spielbar. Würde ich auch so für 13k ungefähr anbieten. Wie gesagt, auch den versuchen mit Hunter zu bekommen. Sollte man ihn als ZM bekommen, also ja, hier, der wäre halt jetzt wirklich perfekt hier. Wenn man den hier mitnimmt, könnte man sogar für 14 anbieten. Könnte man sich echt mitnehmen, wenn er noch nicht weg ist. Wie gesagt, ich kann jetzt leider nicht kaufen. Ich müsste über Team kaufen, aber den könnte man sich auf jeden Fall mitsnacken. Macht man gar nichts verkehrt. Ja, das ist sogar der Beste der Liste gewesen. Kann man auf jeden Fall sich gönnen, den Kollegen. Die nächste Karte ist auf jeden Fall der Orsic. Hier holt ihr den schlechteren Orsic, der sehr, sehr billig ist. Ne? Ist immer noch ein guter Sub. Der kostet 17.000, glaube ich. Ja, 17.000. Guckt ihr auch, dass ihr mit Hunter bekommt. Hier könnt ihr auch ohne Hunter holen und dann so für 20k verkaufen. Macht ihr auch so 2k mit dieser Karte, was völlig klar geht. Orsic, sehr, sehr gute UV-Karte, meiner Meinung nach, Freunde. Nächste Karte, die auch wieder ein bisschen billiger ist, aber auch sehr, sehr gut funktioniert, ist der gute alte Smetbo. Sehr, sehr gute Karte, kostet glaube ich 6.000, 7.000. Ja, 7.000, wie gesagt, auch mit Shadow holen. Mindestens 1,5 auf die Karte mehr machen. Ich glaube, der hat auch nur bis 10.000. Bei ihm ist halt das Ding, ihr könnt da nicht so viel aufschlagen. Würde ich einfach so gefühlt ja, 1,5 bis 2k bei ihm machen. Also wenn ihr den für 6, 7 jetzt bekommt, stellt ihr den für 8, 7 oder 8,5 so rein. So würde ich das machen. Nächste Karte, die auch nochmal nicht so teuer ist, ist der gute Valverde. Auch mit einer der besten UV-Karten. So von Low-Budget-Bereich würde ich sagen. Also der kostet glaube ich so 6k. Ja. Guckt ihr einfach, wie gesagt, dass ihr mit Shadow bekommt. Oder natürlich in Blau. Wie gesagt, wenn die blau sind, müsst ihr nicht auf den Chemistry-Style achten. Blau ist immer deutlich interessanter, deswegen könnt ihr die Karte dann auch so mitnehmen. Ihr könnt auch theoretisch mit Anker oder so mitnehmen. Hauptsache, die Karten sind nicht basic. Basic ist immer so das Schmutzigste, würde ich euch gar nicht empfehlen mitzunehmen. Und nächste Karte ist der gute Havertz von Chelsea. Kriegt ihr auch so ungefähr für 17.000. Gucken wir mal. Hier auch ein bisschen angezogen, der Havertz. Aber den Havertz kriegt ihr immer für 21, 22k weg. Den blauen würde ich jetzt hier mitnehmen oder war einer mit Hunter da. Also ich hätte jetzt den blauen mitgenommen, hat sich auch jemand gegönnt. Könnt ihr wie gesagt natürlich auch versuchen. Geht auch mit Gebote rein, Freunde. Kriegt ihr vielleicht nochmal 1, 2k billiger die Karten. Könnt ihr vielleicht hier auch den für 17k glatt erbieten. Hier war gerade einer für 17k. Versucht auch echt diese Karten zu erbieten, dass ihr jetzt zum Beispiel sagt, okay, ihr wollt jetzt euch drei Havertz auf die Liste holen. Ihr wisst so, der kostet 18.000. Ihr stellt Hunter ein und bietet auf jeden 17,5. Spaß hier nochmal beim Einkauf 1k, das ist natürlich nochmal mehr Gewinn, was ihr schon beim Einkauf spart, ist natürlich ganz klar. Gehen wir zu der nächsten Karte, das ist die gute Elvedi Champions League Karte, nicht die normale, sondern diese Team of the Group Stage Karte, die ich sehr, sehr billig finde und ihr seht, okay, gibt es jetzt nur einen für 13.000, gucken wir mal, ja, könnt ihr mitnehmen bis 13.500. Den werde ich mir auch wieder auf die Liste packen. Sehr gute Karte, könnt ihr natürlich auch versuchen zu erbieten. Würde ich empfehlen, so für 16.000, 17.000 zu verkaufen. Ihr seht hier, die Karte gibt es jetzt auch nicht mehr so oft. Könnt ihr euch auf jeden Fall gönnen. Elvedi, auch sehr, sehr gute Karte. Wie gesagt, könnt ihr euch auch 2, 3 Mal gönnen, den Boy. So, der nächste ist der gute Chiesa. Gucken wir uns natürlich auch noch an. Auch relativ gute Karte. Hier die Special-Karte von Juve von dem. Okay, auch wieder ein bisschen hochgegangen. 18.000. Würde ich halt jetzt den hier mitnehmen. Ein ZM mit Hunter natürlich perfekt. Und hier für 17,7 macht man auch nichts verkehrt hier. Den Chiesa. Und dann könnt ihr euch noch den De Jong holen von Barcelona. Auch eine sehr, sehr gute Karte der De Jong. Könnt ihr euch auf jeden Fall auch gönnen. Kostet 20.000, glaube ich. Ein bisschen unter 20.000. Den verkaufe ich so oft für 23, den De Jong. 17.000, sehr, sehr gute Karte. Könnt ihr euch auf jeden Fall gönnen, Freunde. Wenn ihr andererseits seid, zeige ich euch noch gleich, wie ihr diese Karten natürlich kaufen könnt. Ihr könnt euch auch einen Marco Reus gönnen. Zwar ein bisschen teurer, aber auch eine sehr, sehr gute 85er Karte. 20, wie viel kostet er aktuell? 20,5 würde ich halt auch gucken, wie gesagt, dass ihr mit Hunter oder so bekommt. Gehen wir mal kurz, wie gesagt, über Transfermarkt so rein, wie ich diese Karten kaufen werde. Wir werden jetzt eh kurz die Liste auffüllen. Ich würde sagen, ich kaufe jetzt nur den Walker von hier nach. Walker, dann holen wir uns noch einen Chiesa und ein Elvedi. Ich fand die Preise sehr, sehr gut, deswegen werde ich mir die auf die Liste packen. So,
Dann zeige ich euch natürlich, wie ich diese Karten kaufe. Wenn ihr unzugewiesen seid, müsst ihr die so kaufen. Wenn nicht, könnt ihr ganz normal über den Transfermarkt kaufen, Freunde. Stellen wir natürlich ein, wir wissen, dass er so 24k kostet, der Walker ungefähr. Wie gesagt, okay, ist ein bisschen hochgegangen. Dann werde ich den aber auch deutlich teurer reinstellen. Dann werde ich den so für 28 diesmal reinstellen. Das nächste Mal werde ich auch die Cam umstellen, dass ihr seht, wenn ich die Preise reinstelle. Ich stelle jetzt heute eh nur 2-3 Karten rein, deswegen ist es nicht so schlimm. Aber in Zukunft werde ich die Cam dann runter switchen, dass ihr seht, für wie viel ich die Preise reinstelle, Freunde. Ich werde den jetzt für 28,75 reinstellen. Das sind dann ungefähr 4000 mehr. 1,5 kriegt EA, das heißt 2.500 würden in meine Tasche gehen, wenn er sich wieder verkaufen würde, der Walker. So, dann holen wir noch, wie gesagt, den Chiesa, habe ich gesagt. Chiesa. Und LVD, wie gesagt, wenn ihr eine relativ volle Liste habt, könnt ihr euch jede Karte auch nur einmal holen. Aber ich würde wirklich empfehlen, jede Karte dreimal zu holen. Was ihr halt auch beachten solltet, ihr solltet euch immer unterschiedliche holen. Was heißt das unterschiedliche? Ist natürlich relativ einfach. Ihr holt einmal den als ZM zum Beispiel, einmal als Stürmer und einmal als ZDM, dass ihr nicht fünfmal die gleiche Karte habt. So, den nehmen wir mit für 18k. Stellen wir rein für, wie viel stelle ich ihn rein? 22,5 würde ich sagen. Dann hätten wir auch hier einen Gewinn von 3,5k, 1k wieder bekommt hier EA. Wie gesagt, ihr könnt die Karte auch billiger anbieten für 21. So, wie gesagt, ich möchte halt 2-3k pro Karte machen. Deswegen stelle ich den so rein. Und dann holen wir noch den LW, die, wie gesagt, absolut günstig, diese Karte für 13.000. Die müsst ihr euch eigentlich auf die Liste packen, ne? Also, die ist auch öfters mal bei 15.000, 16.000, so 12.000 aktuell. Okay, die werden gerade richtig günstig. Hätte ich Platz, würde ich die jetzt eigentlich alle mitnehmen, aber ich habe leider keinen Platz. Wenn ihr das Video seht, Freunde, könnt ihr euch die alle schnappen und ein bisschen teurer drauf stellen. So, ich werde den jetzt für 16,5 reinstellen. Ja, Freunde, dann wäre es das so gesehen mit dieser ÖV-Liste gewesen. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen hoch geben. Wenn ihr natürlich Fragen habt, schreibt das sehr, sehr gerne rein, Freunde. Das wäre es gewesen. Ciao, ciao. Bis die Tage, meine Freunde.